Welcome to our panel on institutions of freedom and solidarity. If you want to listen to this panel, which we usually will give in German and in English, then please go to Venueless and select the English translation. And if you're on YouTube, I think it's even if it's you're on the live view and YouTube, I think it's even easier. You just select English as the language down there. You can do this now. I'll wait just 5 seconds for you to just fix it. But the first things I'll say are not as important anyway. Okay, ich hoffe jetzt, wir hören uns alle. Und ich bin sehr froh, dieses Panel mit euch eröffnen zu dürfen. Wir haben ja Eva von Redeker bei uns und Stefan Mieritz. Wir hatten auch noch eine dritte Person, wie ihr schnell feststellen werdet, Raquel Gutierrez aus der Puebla-Universität in Mexiko, auf die wir sehr gehofft haben und uns sehr gefreut haben, mit ihr gemeinsam zu diskutieren, weil wir dann auch eine Stimme, die viel im globalen Süden, viel in Bolivien, viel auch in den Kämpfen und den Emanzipationsbewegungen dort unterwegs war. Aber wir müssen leider sagen, dass aufgrund der Corona-Situation vor Ort und den Schwierigkeiten, die dort auch mit digitalen Sachen an der Universität haben, sie leider nicht teilnehmen kann. Aber sie sendet liebe Grüße und wir werden das wohl nochmal wiederholen dürfen mit ihr ein andermal. Okay, das heißt, wir sind eine sehr kleine, gemütliche Runde, könnte man fast sagen. Und ich glaube, es wird trotzdem sehr, sehr spannend. Also ich freue mich schon den ganzen Tag darauf und schon länger und auch mit der Kommunikation mit den ReferentInnen. Ich sage noch ein paar Sachen zu dem Podium jetzt. Dann würde ich die ReferentInnen kurz vorstellen. Dann würden die jeweils Input geben, aufeinander reagieren. Ich stelle Nachfragen und dann würden Fragen aus dem Publikum kommen, bevor wir dann um 16.30 Uhr dann zu Ende zu kommen. Wenn ihr Fragen hineingeben wollt, dann schreibt es bitte bei Venueless einfach in den Chat hinein und Lia und Nilda werden das für uns sammeln und an uns weitergeben, dass ich das dann direkt fragen kann. Gut, das ist das Podium des Strangs Gesellschaftsorganisation und am Anfang dieses Kongresses mir wurde gerade gesagt, dass ich mich auch noch vorstellen muss. Genau, das ist ein guter Punkt. Ich bin Simon Sutterlüthi, ich bin aktiv beim Commons-Institut und habe den Kongress mitgestaltet. Und sonst bin ich vor allem in so Utopieforschung. Ich habe auch mit Stefan zusammen ein Buch geschrieben, darum ist es ein bisschen unfair vielleicht, aber wir werden das möglichst ausgleichen und eine gemeinsame Diskussion führen wollen und nicht gegeneinander. Aber ich werde eher Stefan ein bisschen triezen mit den Fragen, von denen ich auch weiß, die uns immer so beschäftigen. Genau. Und diese Stranggesellschaftsorganisation, der hat sich die Frage gestellt, wir haben diese ganzen verschiedenen Stränge, die total wichtig sind, sich mit Wohnen auseinanderzusetzen, mit Mobilität, mit Bewegungsfreiheit und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir einen Strang bräuchten, der nochmal diese ganz großen Fragen der Gesellschaft, der Form der in der Gesellschaft, der Lebens- und Produktionsweise oder Reproduktionsweise, wie Eva sagt, wie das im großen Ganzen funktionieren könnte. Und dafür haben wir diesen Strang dann konzipiert. Und wir haben dann bei diesem Podium herum überlegt, was nehmen wir als Schwerpunkt? Und wir haben festgestellt, dass immer wieder die Frage aufkam nach, wie können wir eigentlich eine Gesellschaft koordinieren, jenseits von einem autoritären Staatsplan oder von dieser dezentralen Markt, also jenseits von etwas, was man mit Kapitalismus und einem Staatssozialismus verbinden könnte. Und das ist tatsächlich eine Frage, glaube ich, auf die es einfach noch keine sinnvolle Antwort gibt. Und ich glaube, wenn man ein bisschen sich mit den Utopien auseinandersetzt, dann ist auch relativ deutlich, dass es da gar nicht so viele gute Antworten gibt. Und darum sind wir, glaube ich, in einem gemeinsamen Prozess, die Antwort zu entwickeln. Und ich bin sehr froh, dass wir hier zwei Leute da haben, denen ich alle Fragen, die mir auch auf der Seele brennen, was diese Frage angeht, einfach Fragen stellen kann. Und dann werden wir sehen, welche Antworten wir da bekommen. Aber es wird sicher ein Forschungsfeld bleiben. Zum einen habe ich hier Eva von Redeker. Sie ist Wissenschaftlerin und freie Publizistin.
Ihr Schwerpunkt liegt, soweit ich das einordnen kann, bei kritischer Theorie und Feminismus. Sie hat viel über das Eigentum geschrieben und was auch so schöne Begriffe wie Phantombesitz in die Welt gesetzt, den ich einfach ganz großartig finde, zu dem sie sicher irgendwann nochmal was sagen wird auf diesem Podium. Und sie hat sich mit Butler und Arendt auseinandergesetzt in längeren Büchern, also die sind wichtig für ihre Sachen und gleichzeitig geistert immer wieder ein Herr Karl Marx oder so eine marxistische Theorie immer wieder durch ihre Theorien hindurch. Und ihre letzten zwei Bücher waren Praxis und Revolution. Man kann schon verstehen, da wird Revolution als etwas gedacht, was tatsächlich Praxis braucht und was auf eine Praxis in Zwischenräumen aufbaut, die sie ausweitet. Hier ist der Begriff der Revolutionsarbeit im Zentrum, darauf wird sie sicher auch noch zu sprechen kommen. Und das neue Buch, von dem ich heute, sie hat es uns netterweise, das ist jetzt ganz gemein, aber sie hat es uns netterweise heute zugeschickt und wir konnten ein bisschen hineinlesen, Stefan und ich. Und es ist wirklich großartig. Also es ist schön geschrieben und es sind so tolle Gedanken drin und ich freue mich schon ganz toll, wenn das ganz viele Leute lesen können. Ich bin so ein bisschen Theorie romantisiere ich dann manchmal, aber ich habe mich total gefreut, das zu lesen. Und das kommt jetzt auch im September raus, also wir sind kurz davor, oder? So. Revolte für das Leben, wo man versucht, so, naja, zusammenzudenken, was die verschiedenen Bewegungen so ausmacht, wie Black Lives Matter oder Ni Una Menos, diese feministische Bewegung. Als anderen haben wir hier Stefan Meritz. Er ist von Berufssparte aus Ingenieur und auf das legt er auch Wert, dass er nicht nur irgendein Geisteswissenschaftler ist, sondern sich nicht mit Technik auseinandersetzt. Und neben Ingenieur ist er auch Informatiker und das hat ihn auf eine bestimmte Art und Weise in eine kritische Theorie oder in eine soziale Bewegung reingeführt, die sich viel mit Commons auseinandersetzt, also mit etwas, was nicht als Ware für den Markt produziert wird, sondern für nach Bedürfnissen produziert wird und als etwas, über das wir gemeinsam, kollektiv und im besten Fall sogar vergesellschaftet, als gesellschaftlich entscheiden und wie schwierig das ist, werden wir auf dem Podium noch sehen. Und daraus ist er hingekommen aus der freien Softwarebewegung, die festgestellt haben, wir haben ganz neue Praktiken, wir Freiwilligkeit aufbauen bei Wikipedia, zehntausende Leute, die da freiwillig mitmachen, die Dinge herstellen und sie frei zur Verfügung stellen und könnte solch eine Sache, wenn selbst der Kapitalismus das hervorbringt und Wikipedia ja tatsächlich anderen auskooperiert hat, wie er dann immer so schön sagt, dann stelle ich da nicht da drin auch die Möglichkeit für eine andere Form von Vergesellschaftung, jenseits von Markt und Staat, wie es dann bei den Commons immer so schön heißt. Er hat mit mir zusammen das Buch Kapitalismus aufheben, eine Einladung über Utopie und Transformation neu nachzudenken, geschrieben. Und im Moment schreibt er an einem Buch zu Transformation. Und genau. Und das wird aber noch eine Zeit lang brauchen, glaube ich. So, jetzt habe ich versucht, die Leute so ein bisschen einzuführen. Und ich würde nun Eva bitten, ihren Input zu machen. Und ich werde dir nach 10 Minuten Bescheid sagen, wenn bei 10 Minuten vorbei sind. Danke. Zuerst einmal nochmal ganz großes Dankeschön für die Einladung auch an Nilda, Simon und danke für die Übersetzung. Das ist ja eine ganz besondere Hintergrundarbeit, zumal es mir fast unmöglich ist, langsam zu sprechen, aber ich werde mich bemühen. Was ich gleich vorstellen werde, ist eigentlich Kooperationsarbeit. Habe eigentlich jetzt erst kürzlich angefangen, stärker und konkreter über sozialistische oder kommunistische Planung nachzudenken. Und ich muss auch sagen, dem haftet irgendwie so eine ganz besondere Aufregung und so ein Zauber an, dass man wirklich darüber nachdenken soll, wie es dann aussieht oder was dann für Probleme zu lösen sind, wenn noch so viele vorher eigentlich uns gestellte Probleme ungelöst sind. Aber ich bin darum auch noch dankbarer für diese Einladung, das hier verfolgen zu können. Und was ich sage, ist im Gespräch entstanden mit meinen Kollegin Aurelie Herbelot, die ist Informatikerin, Computerlinguistin an der Uni Trento und Nina Rissmal im Moment in Hamburg, die ist Politikwissenschaftlerin und Ökonomin. Genau. Trotzdem, ich spreche jetzt hier, deswegen leite ich es erstmal ein bisschen her aus meinem Nachdenken in dem letzten Buch. Aber im Kern, nur um das vorwegzunehmen, werde ich einfach 4 Begriffe vorstellen oder in den Ring werfen, von denen ich denke, dass sie uns Parameter oder Orientierung geben dafür, wie eine Gesellschaftskoordination aussehen müsste. Und zwar denke ich, also wäre mein Vorschlag, dass die
bedürfnisorientiert, weltwahrend, skalierbar und distribuiert aussehen müsste. Und ich sage gleich dazu, was das jeweils, was sich dahinter verbirgt. Und das ist natürlich kein abgeschlossener Katalog und vielleicht sind es auch nicht die wichtigsten Kategorien, aber für mich scheint das schon viel auf den Punkt zu bringen. Vorweg, die Aufgabe, die Welt anders zu gestalten, stellt sich natürlich auf der Grundlage dessen, wie sie jetzt herrschaftsförmig geformt ist. Und mein Entwurf ist eigentlich geboren erstmal aus einer Gesellschaftskritik und einer spezifischen Kapitalismusanalyse, die versucht, neben der vielleicht gängigen Kritik an der Profitorientierung im Kapitalismus, also dem, was Marx sachliche Herrschaft nennt, die anonyme Herrschaft der Dinge über den Menschen, wenn man dem Markt überlässt, wie Wert entsteht und wie Mehrwert umverteilt wird oder eben nicht umverteilt. Dass es neben dieser Herrschaft noch eine zweite Herrschaft gibt, die den Kapitalismus zutiefst charakterisiert, nämlich die Herrschaft der Eigentumsfixierung, die ich auch Sachherrschaft nenne, nämlich das Vorherrschen nicht nur einer ungerechten Verteilung, sondern die grundlegende Organisation der Gesellschaft auf dem Paradigma einer bestimmten modernen Eigentumsform, die umfassende Verfügung und sogar freigestellten Missbrauch, also Lizenz zur absoluten Herrschaft über die Dinge erlaubt und einführt. Und dadurch nicht nur das Verhältnis, das Naturverhältnis oder das Verhältnis gegenüber Rohstoffen und Objekten strukturiert, sondern, und also darüber schreibe ich dann in dem Buch viel, auch sich in verschiedene Achsen sozialer Herrschaft zwischen Menschen einschreibt, jeweils unterschiedlich, aber auch soziale Beziehungen wie das Patriarchat oder Rassismus haben einen Widerhall dieser modernen Eigentumsform, weil in ihnen nämlich immer ein bestimmter Teil oder ein bestimmter Aspekt von Personen eigentumsförmig verdinglicht und beherrscht wurde historisch. Das ist sozusagen das Kapitalismus-Panorama im Hintergrund. Und dann kommt das Ganze meiner Meinung nach in Bewegung dadurch, dass ich eine Diagnose wage über die derzeitige Mobilisierungslage sozialer Bewegung. Und eigentlich, also obwohl mein Revolutionsoptimismus ausgesprochen gering ausfällt, würde ich doch sagen, dass wir gerade eine interessante Herausforderung der Weltordnung erleben, dass aber der vehementeste Kampf gegen den Kapitalismus gerade nicht da stattfindet, wo die Klassenkämpferinnen ihn eigentlich vermuten, sondern dass wir vielmehr einer Konstellation sehen von verschiedenen Bewegungen, die gegen je spezifische Sachherrschaftskatastrophen, würde ich sagen, also spezifische Momente der Herrschaft, die staatlich vermittelt, aber auch kapitalistisch von Nutzen ist, also Sachherrschaftskatastrophen wie die rassistische Polizeigewalt, wie Femizide und Partnerschaftsgewalt, wie das Artensterben und die Erderwärmung, haben eine neue Konstellation von Bewegungen zusammen auf den Plan gerufen, die meiner Meinung nach was teilen, nämlich den Aufstand gegen die derzeitige Verfügungsweise über die Dinge der Welt. Interessant ist, dass in diesen Bewegungen die Kategorie des Lebens oft sehr eine starke Rolle spielt. Und ich würde sagen, dass grenzt sie ab zu klassischen Umverteilungs- oder auch Bürgerrechtsbewegungen. Und also wir haben das bei Black Lives Matter schon im Titel. Einer der entscheidenden Slogans von Ni Una Menos ist, wir wollen uns lebendig. Und mit dieser Kategorie des Lebens ist meistens schon, langsamer, verzeihen, mit dieser Kategorie des Lebens ist mehr gemeint als die Selbsterhaltung oder das Überleben. Mit dieser Kategorie des Lebens ist oft in den Binnenpraktiken der Bewegung eine sehr komplexe Form der Organisation und der solidarischen gegenseitigen Unterstützung und auch der Relationalität bezeichnet. Und das finde ich sehr zukunftsweisend. Und ich finde, darin lässt sich schon ausmachen, sozusagen wie im Keim oder in der Präfiguration, ein anderes Modell einer Gesellschaftsordnung. Gut. Substanziell, würde ich sagen, zeichnet sich dieses andere Modell durch zwei Punkte aus, nämlich durch die Bedürfnisorientierung und die Weltwahrung. Bedürfnisorientierung ist
ja ganz klassisch im Marxismus, Anarchismus, Dualismus. Und da bin ich auch große, also früh marxistische Romantikerin, dass Bedürfnisorientierung nicht nur heißt, dass wir auf die Wünsche der Einzelnen hin produzieren, sondern auch, dass in einer solchen Produktion die Unterscheidung zwischen Geben und Nehmen oder zwischen ein Bedürfnis haben und ein Bedürfnis erfüllen am Ende transzendiert wird. Also dass sozusagen das Nehmen, Geben ist auch ein Bedürfnis. Und wenn man darauf nicht zu setzen sich traut, dann ist sowieso die Idee einer zwangsfreien Gesellschaft ja ganz im schlechten Sinne utopisch. Zweitens ist es aber so, dass es nicht nur um die Bedürfnisse von Einzelnen oder Verbraucherinnen gehen kann, nicht nur um, also schon in der Reproduktionsarbeit geht es immer um mehr als artikulierte Bedürfnisse, also der Schrei des Babys muss interpretiert werden. Aber in dem welt- und naturgeschichtlichen Moment, in dem wir uns befinden, geht es auch um die Bedürfnisse der Lebensgrundlagen insgesamt oder spezifischer, natürlicher Regenerationszyklen, natürlicher Commons. Und diese Bedürfnisse lassen sich auch bei den angebrochenen und auch zum Teil nicht mehr aufzuhaltenden Destruktionsdynamiken nicht einfach durch Schutz lösen, sondern die erfordern eine andere Arbeit und eine andere Unterstützungsleistung von Dingen, also sei es das Bäume bestäuben oder das Entgiften von Gegenden oder überhaupt die Wasserversorgung, all das aufforsten, braucht sozusagen eine andere Arbeit, die ich zusammenfassen würde als Weltwahrung und die mindestens genauso wichtig ist wie die Bedürfnisorientierung für den kommenden Sozialismus oder Kommunismus. Wenn das die inhaltliche Kontur wäre, die auch eine Antwort hat auf die derzeitigen Sacherschaftskatastrophen, dann ist natürlich, also dann stellt sich die Frage, wie koordiniert man das? Genau, das ist die Frage des Panels. Und ich würde im ersten Schritt sagen, dass alles, was wir an Lösungen anbieten, skalierbar sein muss. Allein schon das aus dem bloßen, aus der Not heraus, dass die Weltrevolution nicht bevorsteht. Also wir sind gerade nicht in der Situation, zu sagen, wie ab morgen alles anders läuft. Und deswegen müssen wir die Spielräume, die es in Zwischenräumen oder in bestimmten Zusammenhängen gibt, anfangen auszunutzen oder auch ausmachen, wo sie schon ausgenutzt werden und das dann anschlussfähig zusammenbringen. Wir brauchen aber Lösungen, die sich auf die übergeordneten Ebenen erweitern lassen. Also das ist ja der Sinn des Skalierbaren, das sozusagen sich ausweiten lässt, übertragen lässt, ausbauen lässt. Das ist einerseits ernüchternd, weil eben noch nicht so viel zu machen ist, andererseits aber auch empowernd, weil nämlich überall, wo überhaupt über Ressourcen verfügt wird, auch mit der Bedürfnisorientierung und der Weltwahrung oder weltwahrenden Nutzung dieser Ressourcen begonnen werden kann und eben schon angefangen von der Ressource Zeit. Das Skalierbare, könnte man sagen, vermittelt zwischen der lokalen und der ubiquitären oder allgemeinen Ebene. Gleichzeitig brauchen wir aber auch eine Vermittlung zwischen der dezentralen und der zentralen Ebene. Und wenn ich den Begriff des distribuierten oder der distribuierten Infrastruktur in den Mittelpunkt zu rücken vorschlage, dann ist damit eine Alternative, also die aus der kybernetischen Netzwerktheorie stammt, eine Alternative im Spiel, die glaubt, dass es möglich ist, ohne zentrale Autoritätsinstanzen trotzdem einen gesamtzusammenhangsweiten Koordinationsraum herzustellen. Und um sich das vor Augen zu führen, braucht man immer so eine gewisse Karikatur des Dezentralen. Ich glaube, viele Leute, die auf Dezentralität setzen, meinen nicht das mit Dezentralität. Aber es gibt sozusagen dieses Bild von lauter kleinen Enklaven, die voneinander abgeschnitten sind oder nur über komplizierte Umwege miteinander kommunizieren können. Und so ein Modell ist sozusagen Stünde für Dezentralität. Das wäre eine Regression gegenüber dem Koordinationslevel, was wir jetzt haben. Es würde aber auch erst recht gegenüber dem, was möglich wäre. Es wäre aber auch ein Verzicht darauf, bestimmte Aspekte allgemein zu teilen. Also sowas wie meteorologische Daten, die Abstimmung da über die Spurbreiten von Schienenfahrzeugen,
URLs, das sind alles Sachen, die wir eigentlich querbeet, weltweit, planetar teilen können wollen. Und dafür braucht es dann Infrastrukturen, die das erlauben. Deswegen, das wäre sozusagen der Einwand gegen dieses ganz Dezentrale. Auch wenn man auf der anderen Seite ein zentralistisches Modell sich vorstellt, wo sozusagen an einem Punkt alles zusammenläuft, okay, super. Ich durfte ja noch ein bisschen länger als 10 Minuten reden, denn ich bin schon im letzten Punkt. Prima, danke. Die Gefahren des Zentralistischen sind natürlich einerseits durch den Stadtsozialismus uns eingehend vor Augen geführt. Und es ist aber auch klar, dass selbst wenn man einen neuen netzwerkbasierten Kommunismus fantasiert, die zentralistischen Kommunikationsstrukturen, die wir haben, also zum Beispiel die Datenbanken, die Tech-Giants, wie sie sind, Google, Amazon, eine Struktur sind, die wir überhaupt nicht im alten historisch-materialistischen Sinne aneignen können wollen, weil sozusagen die Probleme der jetzigen Ordnung und das Herrschaftsförmige dem schon eingeschrieben sind. Ich wünsche mir auch keine sozialistische Regierung, die Google enteignet und dann aber weiterhin in der Serverfarm sämtliche Bedürfnisse aller Leute zusammenfließen sieht. Und deswegen ist die Aufgabe, würde ich sagen, jeder kommenden Revolution eben eine, die immer gleichzeitig die Verschlagung und Neugründung oder die Umeignung, die Annahme, aber auch Umarbeitung des Bestehenden leistet. Die Idee, dass das möglich ist in einer anderen Form von Netzwerk, die weder zersplittert noch autoritär zentriert, sondern eben distribuiert ist, die kommt dann auf so ein Bild drauf von einem Netzwerk, in dem es sehr viele Wege gibt, um von einem Punkt zum anderen zu kommen, aber es keine zwei Punkte gibt, zwischen denen nicht irgendein Weg bestünde. Also es muss sozusagen nicht alles mit allem direkt verbunden sein, aber es muss möglich sein, von allem überall hin Verbindungen aufzunehmen. Und diese Art von Netz, in dem Informationen dann jeweils auch in beide Richtungen fließen können, ist ja tatsächlich die Grundstruktur des Internets, so wie es als sozusagen Signalübermittlungsnetzwerk angelegt ist, auf dem dann die neueren Tech-Kraken eher so draufgesetzt sind und versuchen, das alles an bestimmten Punkten zulaufen zu lassen. Es ist aber gleichzeitig, würde ich sagen, eine viel ältere Idee. Also wenn man guckt, wie Marx in der Kommunenschrift die politische Organisationsform der Pariser Kommune analysiert und dann Lenin in seiner noch nicht autoritären Schrift Staat und Revolution sich daran abarbeitet und ja auch in dem Zeitpunkt noch sagt, man müsste, also eigentlich schon der Staat zerschlagen werden soll, aber eben den Fehlschluss macht, dass es als Übergangsdiktatur möglich wäre, ihn danach loszuwerden. Auch da gibt es immer wieder diese Idee eines Auflösens der Zentralgewalt ohne Verlust des Gemeinwesens der gesamtgesellschaftlichen Integration und Kommunikation. Und ich glaube, das ist etwas, was man sozusagen als distribuiertes Netz wieder benennen kann. Und in so einem Netz wäre es dann möglich, dass Bedürfnisse signalisiert, aber auch zum Teil automatisch eruiert werden könnten. Was wichtig ist, damit nicht sozusagen immer die Person, die am lautesten funkt oder schreit, nach oben rückt in der Liste. Zweitens, Produktionsketten abgestimmt werden können. Und drittens auch Konflikte lokalisiert und Probleme, die dann wiederum Abstimmungsbedarf kreieren und die, man könnte sagen, nicht mehr verlangen, als dass an der Stelle dann das Netzwerk sich verdichtet, neue Verbindungen aufgenommen werden. Man sagt, okay, wer ist jetzt von dieser Frage betroffen? Wie können wir die erreichen? Und was diese Arbeit heißt eigentlich, jeweils einen Rat zu gründen, in dem dann das anstehende Problem verhandelt wird. Und ich würde sagen, deswegen ist auch kein Zufall, dass die rätedemokratische Struktur dieser distribuierten Idee sehr affin ist oder die sehr gut ineinander aufgehen könnten. Und vielleicht, dazu müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr sagen, ob das dann eine externe politische Instanz ist oder nicht. Aber hier würde ich vielleicht jetzt erstmal schließen, weil ich ganz neugierig bin, was Stefan zu sagen hat. Ja, vielen Dank, Eva.
Für den Input. Du hast ja einen großen Bogen geschlagen von deiner Theorie von also von Kritikanalyse zu Bewegung zur Utopie. Das ist ja wirklich ein sehr großer Bogen. Ich werde dann später natürlich nochmal konkreter nachfragen müssen, wie denn jetzt dann konkret irgendwelche Schrauben verteilt werden oder wie wir mit der Klimakrise in seinem destruierten Netzwerk umgehen. Aber zumindest haben wir eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Oder ich glaube, das ist als Abstimmung schon mal ganz gut. Und dann würde ich jetzt Stefan bitten, dass er seine Überlegungen dazu vorstellt. Ja, zunächst auch erstmal vielen Dank von mir für die Einladung und für die Organisation dieses Panels. Und ich bin auch super froh, dabei zu sein und habe schon mit großer Freude gehört, was du, Eva, gerade gesagt hast. Genau, ich steige auch gleich mal ein. Ich würde auch so einen großen Bogen schlagen wollen. Also auch erstmal so ein paar Punkte, paar Pflöcke einschlagen, wo ich sage, das sind No-Gos, wenn wir über eine Utopie sprechen, weil das doch sehr oft diskutiert wird. Naja, vielleicht braucht es ja doch noch eine Instanz, sowas wie der Staat, aber irgendwie mit weniger Herrschaft oder so. Vielleicht doch noch ein bisschen Markt. Und da würde ich mich doch recht klar positionieren wollen und sagen, nein, keine externe Instanz, die außerhalb des gesellschaftlichen Zusammenhangs sozusagen in Anführungsstrichen steht. Natürlich ist sie faktisch trotzdem drin. Und dann über Macht verfügt, bestimmte allgemeine Regeln durchzusetzen. Zum Beispiel eben auch allgemeine Gesetze. Die haben ja auch eine bestimmte Funktion und nicht zufällig dreht sich ein Großteil der Gesetze um das Thema Eigentum und die Durchsetzung des Eigentumsregimes. Deswegen auch recht hingeschrieben, all dieses, was ich jetzt dort darstelle, kein Staat, kein Markt, bedeutet auch kein Eigentum. Und dann taucht natürlich die Frage auf, was dann? Da komme ich dann gleich drauf zu sprechen. Das heißt, genau, keine allgemeinen gesetzlichen Regeln, sondern eine Alternative dazu, keine externe Institution mit Macht, sondern Alternativen dazu, keine Mittel der Durchsetzung gegenüber Dritten, sondern Alternativen dazu. Also zu allen Punkten werde ich Alternativen benennen, die die Funktion, aber nicht exakt diese Funktion in dem kapitalistischen Zusammenhang erfüllen, aber eine gesellschaftliche Funktion, die ja trotzdem auch darin liegt, übernehmen können. Beim Markt klar auch kein Exchange im Sinne von Austausch, im Sinne von Tausch. Tausch verstehe ich, und das möchte ich jetzt noch enger definieren, als eine gekoppelte Verbindung von Geben und Nehmen. Also du kriegst nur etwas, wenn du etwas gibst. Das ist im engeren Sinne ja die Zwangsform des Austausches oder Tausches. Das heißt, die Person, die nichts zu geben hat, die bekommt dann auch nichts. Was bei uns übersetzt bedeutet, die Person, die kein Geld hat, kann auch nicht am gesellschaftlichen Reichtum teilnehmen, obwohl der nun mal da ist. Deswegen auch klares Votum für die Abschaffung von Geld und an die Stelle von Geld als Koordinationsmedium etwas anderes zu setzen. Komme ich gleich drauf. Und ich würde auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, keine bezahlte Arbeit oder noch allgemeiner, ich würde sogar sagen, Arbeit ist eine spezifische kapitalistische Form, Reichtum zu organisieren. Und von dieser Form der Tätigkeit müssen wir uns insgesamt verabschieden und zu anderen Tätigkeitsformen kommen. Ich interpretiere also innerhalb der Commons-Szene den Slogan, der von Elinor Ostrom, der Wirtschaftsnobelpreisträgerin von 2009, stammt, Beyond Market and State, interpretiere ich also etwas, was Market and State ersetzen kann und nicht nur neben Markt und Staat treten kann. Aber ihr solltet wissen, dass es innerhalb der Commons natürlich auch die Interpretation gibt, etwas daneben zu setzen, und in der Transformationsphase, in der wir uns befinden, kann das natürlich auch gar nicht anders sein. Aber meine Perspektive ist die Aufhebung von Staat und Markt als Institution. Sondern es geht um die soziale Koordination, die anders organisiert ist. Ich kann wunderbar anschließen an das, was Eva gesagt hat. Mein Begriff für das beschriebene distribuierte Netzwerk wäre ein polyzentrisches Netzwerk. Der Begriff der Polyzentralität oder des Polyzentrismus stammt eben auch von Elinor Ostrom bzw. Vincent Ostrom, die beide über die Frage geforscht haben, wie denn Commons von Commons funktionieren können.
und darauf gekommen sind, dass diese Netzwerke ja nicht gleichförmig sind von Commons, dass die sich nicht alle direkte Verbindungen, das hat auch Eva gesagt, zueinander eingehen müssen, sondern dass es ein strukturiertes Netzwerk ist, in der es auch Meta-Commons, also Knoten gibt, die bestimmte infrastrukturelle Aufgaben für die anderen haben, die also mit dazu beitragen, eine Umgebung zu schaffen, dass andere tätig werden können, Infrastrukturen schaffen etc. Das können wir uns ganz leicht vorstellen, so etwas wie die Deutsche Bahn kann man sich auch als Infrastruktur-Commons vorstellen, denn das Deutsche Bahnnetz wird organisiert von 200 Menschen, die in Frankfurt sitzen und die betreiben halt das ganze Netz. Und da finde ich nochmal einen spannenden Gedanken, der darin liegt. Zentralität muss nicht bedeuten hierarchische Struktur, sondern wir können auch zentrale Infrastrukturen commonsförmig, also quasi dezentral steuern. Weil was können diese 200 Menschen machen? Die können sich natürlich absprechen, organisieren, Pläne machen und so weiter, damit diese Infrastruktur funktioniert, die wiederum andere brauchen, damit sie tätig werden können. Ich kann mir, und das finden wir ja auch heute schon, zum Beispiel der Weltklimarat ist so ein Gremium, was eine überschaubare Größe hat, aber ein Weltproblem verhandelt und auch zu Vorschlägen kommt, die sehr, sehr sinnvoll sind, würden die Regierung da nicht reinpfuschen. Okay, was sind die Grundlagen dieses polyzentralen Netzwerks von Commons? Selbstorganisation. Das wäre also der Begriff, der gegen eine Verordnung von allgemeingültigen Regeln durch eine externe Instanz, sondern Selbstorganisation bedeutet, dass die Beteiligten sich die Regeln ihrer Kooperation selber geben und selbst entscheiden, wie sie damit umgehen, wie sie dann auch mit Problemen umgehen, wie sie mit Konflikten umgehen, wie sie mit Missbräuchen umgehen, die es natürlich dann geben kann. Worum geht es? Es geht allgemein um die, ich verwende den Begriff Reproduktion mit einem Slash da drin, also als Reproduktion von allen Lebensbedingungen. Weil das ist, was wir letztlich was wir letztlich tun. Wir stellen Lebensbedingungen her und wir halten sie. Wir sorgen dafür, dass Menschen gut leben können und dass wir die Dinge, die wir dafür brauchen, für ein gutes Leben auch schaffen. Im Kapitalismus passiert das nur in einer Sphärenspaltung, die auch noch geschlechtlich konnotiert ist. Also ein abgespaltener Bereich soll Notwendigkeiten erledigen, die eben nicht im Kapitalismus entlohnt werden. Und der Produktionsbereich steht dem als öffentlicher Bereich gegenüber, der dann die Produkte in Warenform produzieren soll. Und das ist aus meiner Sicht aufzuheben in eine Reproduktion unserer Lebensbedingungen, in die, und das möchte ich deutlich hervornehmen, beides einbezogen ist. Also die Bedürfnisse und die Notwendigkeiten. Denn es geht nicht nur darum, sozusagen eine Bedürfnisorientierung im Sinne einer Unmittelbarkeit zu propagieren. Ich denke auch, Eva meint das nicht so, sondern Bedürfnisse zu befriedigen, schließt immer auch ein, Notwendigkeiten zu erledigen und auch zu befriedigen sozusagen, um die Voraussetzungen für Bedürfnisbefriedigung zu schaffen und auch um unmittelbare Bedürfnisse, die nicht warten können, jetzt zu befriedigen. Stichwort, das Kind, das schreit, da kann ich nicht sagen, ja, ich setze dich auf meine To-Do-Liste oder so etwas. Wie kann das Ganze organisiert werden? Und da möchte ich jetzt einen Begriff reinbringen, der mir sehr wichtig ist, als stigmergische Vermittlung, stigmergic mediation. Die stigmergische Vermittlung bedeutet, Stigmata sind Zeichen. Es handelt sich um eine Zeichenvermittlung. Die Überlegung ist folgende. Wenn wir gesellschaftlich Dinge herstellen, egal ob im Kapitalismus oder im Kommunismus oder sonst wo, dann ist es ja nicht so, dass wir jeden Tag neu überlegen, was machen wir denn morgen? Sondern morgen machen wir zu 99% oder 95%, egal, das Gleiche, was wir gestern gemacht haben. Und wie machen wir das? Naja, wir machen es in einem Setting, in dem uns klar ist, was jeder zu tun hat, damit das weiter so geht. Und diese Vermittlungsform, die dort stattfindet, ist die Stigmergie. Das heißt, es gibt einen Haufen von Zeichen, die uns bedeuten, was zu tun ist. Es gibt dann zwei Arten von Zeichen. Das eine ist der prozessimmanente, das prozessimmanente Signal, die Maschine oder der Prozess braucht jetzt dies und jenes, damit es weiter so funktioniert. Der Prozess verlangt das Tun, damit der Prozess weitergeht. Und dann die sozusagen Meta-Zeichen, die wir
bauen, um die Organisation drumherum zu machen, die Absprachen, die Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehören dann eben die To-Do-Listen und die, ja, die Entscheidungen, aber auch die Vermittlung von Problemen. Zu dem Thema Probleme können wir uns vorstellen, dass Probleme sind Situationen, wo die stigmergische, wenn man so will, automatische Vermittlung, die alltägliche Vermittlung, nicht mehr funktioniert, sondern wo es Konflikte gibt. Und Konflikte kann man letztlich begreifen als Bedürfniskonflikte. Die resultieren aus unterschiedlichen Bedürfnissen und wir sind alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse, nicht total unterschiedliche Bedürfnisse, aber dennoch gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Prioritäten, was soll zuerst gemacht werden, was dann. Und das muss dann in eine besondere Vermittlungsform, die nicht mehr automatisch, also stigmergisch laufen kann, wenn eben das nicht klar ist. Machen wir den Prozess 1 jetzt so oder andersrum? Oder machen wir stattdessen einen Prozess 2? Das können nur die Leute selber machen. Das ist sozusagen, das sind dann die 5%, die aus dem Alltag herausgenommen werden müssen. Und ja, ich sehe das, den Zettel. Und dann von den Menschen gelöst werden müssen. So, was ist die beherrschende Logik, die dem zugrunde liegt? Wir haben sie genannt, das ist die Inklusionslogik. Wir kamen darauf, weil wir als allgemeine Bestimmung dessen, was die Nahelegungsform des Handelns im Kapitalismus ist, das ist die Exklusionslogik. Weil Handeln im Kapitalismus in aller Regel, vor allem wenn es um ökonomisches Handeln geht, auf Kosten von anderen geht. Und zwar strukturell bedingt. Nicht, weil wir den anderen blöd finden und ausgrenzen wollen, sondern wir grenzen andere aus, die wir mitunter auch wahrscheinlich sogar in der Regel gar nicht kennen, nämlich an der anderen Ecke der Welt, die in der Arbeitsteilung dann das ausbaden müssen, was wir zum Beispiel durch unseren Konsum verursachen. Diese Exklusionsstruktur im Kapitalismus ist eine Nahelegungsstruktur, sodass die Frage ist, haben wir auch in einer freien Gesellschaft, in einer kommunistischen Gesellschaft, eine Nahelegungsstruktur? Und das ist die Inklusionslogik. Die bedeutet, dass ich verstehe, dass ich meine Bedürfnisse nur dann erfüllen kann, wenn die Erfüllung der Bedürfnisse der anderen darin eingeschlossen ist und umgekehrt. Also eine reziproke, wechselseitige Einbeziehung der Bedürfnisse und Ziele der jeweils anderen. Das ist die Logik der Inklusion. Worauf gründet es? Auf zwei Kriterien, nämlich auf Freiwilligkeit und kollektive Verfügung. Freiwilligkeit ist sozusagen der Gegenbegriff zu Arbeit, könnte man sagen, als eine Zwangsform im Kapitalismus, die wir ausführen müssen, um an Geld zu kommen, weil nur wenn wir an Geld kommen, können wir unsere Existenz sichern. So ist das unter kapitalistischen Verhältnissen. Und kollektive Verfügung ist sozusagen der Gegenbegriff zum Eigentum. Kollektive Verfügung schließt ein wenig an die Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum, die ja auch im bürgerlichen Recht schon gemacht wird. Eigentum ist nämlich eigentlich eine Rechtsform, während Besitz eine Praxisform ist. Und diese Praxisform Besitz oder kollektive Verfügung sagt, dass diejenigen, die mit den Dingen umgehen, darüber entscheiden und die Verfügung haben. Geben sie die Dinge aber aus der Hand, also geben sie den Besitz ab, dann kann sich ein anderer, anschaulich gesprochen, auf den Stuhl sitzen, auf dem ich nicht mehr sitze. Und wie diese kollektive Verfügung organisiert werden kann und was es darum für Konflikte geben kann, da kommen wir vielleicht in der Diskussion noch drauf. Soweit also von mir. Ja, vielen Dank. Da haben wir auch noch einen Input, der vielleicht nicht sofort auf der praktischen Ebene ist, wo man sich sofort vorstellen kann, wie wir jetzt Entscheidungen finden. Und genau darauf will ich jetzt ein bisschen raus. Zum Ersten habt ihr beide eine sehr starke oder einen sehr starken Fokus auf so Netzwerke. So, und das ist ja schon, das ist die erste Frage. Ich will zwei Fragen an euch stellen und ihr könnt euch mal gucken, wer welche beantworten will. Die erste Frage wäre, warum nicht
mit einem Staat? Warum können wir das nicht mit einem demokratischen Staat die ganze Gesellschaft planen? Also wir, wenn der Staat, denn wenn wir entscheiden, wenn wir Einfluss darauf haben, welche Entscheidung gerade getroffen wird und der Staat quasi die Repräsentanz unserer Bedürfnisse ist, dann auf skaliertem Niveau und wir dann gemeinsam entscheiden, so wollen wir die Schrauben verteilen und so den Bambus und so und dort wollen wir ein Krankenhaus fahren in diesem demokratischen Verfahren innerhalb des Staates, dann ist das ja auch für total viele Leute nahegelegt, dass das dann auch durchgesetzt wird, weil das dann Kohärenz schafft. Dann können wir halt sicher sein, dass die Schrauben dann tatsächlich dort hingelangen, wo sie hingehören und dass die Krankenhäuser dort gebaut werden, wo die Mehrheit will, dass es gebaut wird. Also das wäre quasi die Frage, warum seid ihr so gegen eine zentrale staatliche Sache? Die eine Frage, die gern jemand von euch beantworten kann, vielleicht jetzt sofort. Hat jemand Lust? Ich würde einen Punkt sagen, der vielleicht gar nicht der typische sozusagen anarchistische Punkt ist, nämlich, dass ich glaube, dass der Staat deshalb nicht das Organ sein kann, weil das, worüber wir in Zukunft zu entscheiden hoffen, nämlich die Produktion und Reproduktion der Lebensform, nichts ist, was national geschlossen organisiert ist. Sondern es gibt bestimmte Fragen, also eben die zum Beispiel des Klimaschutzes, die sich überhaupt nur international adressieren lassen. Und es gibt andere Fragen, die unterhalb der staatlichen Ebene verhandelt werden müssen. Und die zudem ist es so, dass ich nicht sehe, wie man eine weltweite Gerechtigkeit, geschweige denn eine Klimagerechtigkeit herstellen soll, wenn innerhalb der Staaten die demokratische kollektive Selbstbestimmung stattfindet, unter den Staaten aber keine Gerechtigkeit herrscht. Also und zwar im dramatischen Sinne. Also nicht nur wir stehen ja vor einer Situation, wo manche Staaten untergehen, weil der Meeresspiegel steigt und in anderen, also in Brandenburg, man demnächst auch Pfirsiche anbauen kann. Und da gibt es Abstimmungsbedarf, also wenn sozusagen die Staaten in der Lage wären, supranationale Institutionen auszubilden, die bedürfnisorientiert und weltweit auf diese Probleme reagieren und rückgekoppelt sind an lokal Betroffene, also dann bin ich keine Anarchistin mehr. Genau. Aber jetzt nehme ich mal an, ich bin jetzt ein überzeugter demokratischer Staatssozialist und dann würde ich natürlich sagen, ich will ja überhaupt diese Nationalstaaten, die sind eine überkommene Form des Kapitalismus, der stellt er her, damit er die Menschen ineinander Konkurrenz setzt und die dann politisch administriert wird. Ich will natürlich einen Weltstaat, also so Nationalstaaten, da halte ich eigentlich nichts davon. Das ist uns aufgezwungen durch die bürgerliche Form, aber das will ich natürlich hinter mir lassen. Also, aber ein Weltstaat wäre doch cool, demokratisch gestaltet, natürlich Subsidiaritätsprinzip. Wir müssen nicht alles ganz oben immer entscheiden. Wir können auch einige Sachen ein bisschen unter entscheiden, wo das Krankenhaus jetzt ist, aber trotzdem kohärent in einem politischen Körper, an dem Leute teilnehmen können mit Wahlen oder wir können das auch mit Rätestrukturen machen, ich bin da ganz offen, aber wo die Entscheidungen noch immer klar durchgesetzt werden, damit wir, sonst haben wir ja auch keinen Staat mehr. Also wenn wir nur noch Vorschläge machen, dann können wir uns das ganze Ding ja auch schenken. Also nur kurz, ich würde eigentlich gerne hören, was Stefan dazu sagt, aber für mich wäre das überhaupt kein Problem, übergeordnete, also Koordinationsstrukturen zu haben. Die Frage ist, mit welcher Souveränität das ausgestattet ist. Und dann reden wir über die Frage der Durchsetzung der Gesetze und auch der welche Art von Eigentum davon garantiert wird. Und ich glaube, das wäre auch, also wenn ich noch auf Stefan replizieren darf, ich wäre auch zum Beispiel der Meinung, dass es durchaus allgemeine Gesetze geben dürfte, aber kein Gewaltmonopol. Also es gibt Vereinbarungen und Protokolle dieser Vereinbarungen und vielleicht auch welche, die für alle gelten. Aber die werden nicht im Sinne souveräner Nationalstaaten oder auch eines souveränen Weltstaats durchgesetzt, polizeilich. Ja, ich glaube, da könnten wir uns auch annähern. Dann hätten diese Gesetze wahrscheinlich Vorschlagscharakter oder es wäre so eine Art aufgeschriebene Best-Practice-Geschichte, die ja dann auch aus immer wieder erneuert werden kann und vor Ort dann konkret angewendet werden können. Da wäre ich durchaus bei dir. Nur es geht hier genau um die Frage der Durchsetzungsfähigkeit. Durchsetzungsfähigkeit impliziert immer auch ein Mittel, das durchzusetzen, also letztlich das, was wir als Gewaltmonopol haben, weil du dann nur handlungsfähig bist als zentrale Instanz,
wenn du deine Entscheidungen auch anderen aufzwingen kannst in letzter Instanz. Das wiederum erzeugt aber eine Dynamik, die dazu führt, dass du dich auf, wenn du deine Bedürfnisse in Interessenform organisierst, dann über den Staat nur durchsetzen kannst, dann streben auch wiederum alle danach, genau diesen Staat in ihrer Sicht zu beeinflussen. Und das wäre eine ungute Dynamik. Stattdessen wäre es aus meiner Sicht viel sinnvoller, die Konflikte und die Entscheidungen dort zu beantworten, wo sie hingehören, an der Stelle, wo sie halt auftreten. Und das können durchaus auch zentrale Entscheidungen sein. Aber ich habe zum Beispiel viel mehr Vertrauen, ich brachte vorhin das Beispiel des Weltklimarats, in diesen Weltklimarat hätte ich Vertrauen, weil da nämlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler drin sitzen, die eine sehr gute Analyse unserer Situation gemacht haben, die auch Vorschläge gemacht haben. Und das wird erst dann zum Problem, wenn die Staaten als Nationalstaaten ins Spiel kommen und ihre Partialinteressen durchsetzen. Und dieses Problem, dass sich Institutionen der Allgemeinheit mit Durchsetzungsrecht dann doch immer dazu tendieren, Mittel der Durchsetzung von Partialinteressen zu werden, diese Gefahr sehe ich halt sehr stark. Ich will noch eine Sache auch dazu sagen. Und zwar, ich glaube, dass man sich konkret vor Augen führen muss, mit welchen Kontrollmitteln so ein Weltstaat ausgestattet wäre. Und dass man sich ja nicht den... Also wir können, glaube ich, gemeinsam eine Art von Weltstaat bauen, mit dem wir d'accord sind. Aber wenn wir sehen, dass wir ein bedürfnisorientiertes Produktionssystem haben wollen, wo auch sehr viele Informationen über die Einzelnen erhoben werden und wo es darum geht, Infrastrukturen, von denen das ganze Leben abhängt, gemeinsam zu warten. Es ist einfach, jede Zentralinstanz, die darüber verfügen würde, hätte so eine sozusagen Erpressungskapazität gegenüber den Einzelnen, die meiner Meinung nach auch inzwischen, also Nationalstaaten sind nicht meine Hauptsorge oder meine einzige Sorge in der souveränen Zurichtung unser derzeitigen Leben. Ich glaube tatsächlich, dass die Souveränität, die Google inzwischen über die verschiedenen Anbieter, verschiedenen Produkte, die es anbietet, über unser Leben erlangt, immens ist. Ja? Und dass sozusagen die, wenn sie wollen, Diskriminierungen herstellen können und auch sozusagen Erpressungspotenzial auf sich vereint haben. Also lock die Leute mal aus ihrem Handy aus. Da kannst du das, glaube ich, wäre auf eine Art ein drastischerer Freiheitsentzug, der zu viel mehr Aufruhr führen würde, als das, was wir jetzt gerade erlebt haben mit den Quarantänemaßnahmen, wo man nochmal so gesehen hat, dass es, was die staatliche Souveränität der Nationalstaaten im Notfall doch noch vermag. Genau. Und deswegen glaube ich, auf dem derzeitigen Stand der Informationen und der Überwachung kann man sich keine machtbefugte Zentralinstanz wünschen. Okay, das waren jetzt so, ich will noch immer sagen, also Stefan, der will da meine demokratische Interessensvertretung untergraben, das finde ich ja auch nicht schön, also ich kann doch, findet das da nicht gut, aber ich sehe schon, ihr seid nicht so überzeugt von dieser staatlichen Instanz, aber für mich stellt sich schon die Frage, wie das dann jenseits von dem, wie schaffen wir sowas wie Kohärenz und Absprachen, wie können sich Leute da gut koordinieren und Entscheidungen finden, so, also wie entscheiden wir darüber und wer entscheidet darüber, wie wir jetzt die Schrauben verteilen oder ob wir mehr Ressourcen in die Aufhaltung der Klimakrise stecken oder in gutes Wohnen in Bereichen, wo die Mittel noch viel eingeschränkter verteilt wurden im Kapitalismus. Also wie funktionieren denn diese konkreten Ausgestaltungen bei euch, wenn ihr sagt, dass der Staat so ein Problem ist, so eine zentrale? Na, deine Frage zielt jetzt eigentlich nicht auf den Staat, sondern eher auf den Markt, weil der leistet ja diese Koordinationsfunktion. Und die Frage ist, was wäre dann in einer anderen freien netzwerkartigen Gesellschaft die Koordinationsinstanz oder der Mechanismus, in der das funktioniert. Ich hatte als für mich zentralen Punkt die stigmergische Vermittlung genannt, die quasi einen automatischen Charakter hat, aber automatisch nicht im Sinne von, dass sie über uns hinwegläuft als Megamaschine, wie das Fabian Scheidler nennt, sondern als eine Alltagsbeschreibung von dem, was wir täglich tun, damit die Sache funktioniert. So, und jetzt ist die Frage, was passiert bei Änderungen oder bei Neuerungen? Das sind für mich die
die spannenden Punkte. Und diese können unterschiedlich große Reichweite haben. Es können sehr lokale Änderungen sein, dann sind halt die beteiligten Personen oder Commons aufgefordert, eine Klärung herbeizuführen, wollen wir das machen oder das machen und dann eben anhand ihrer Kriterien, die sie an ihren Bedürfnissen abmessen, finden werden. Gleichzeitig haben wir eben ja nicht eine, das müssen wir uns klar machen, glaube ich, auch in einer freien Gesellschaft ja nicht wieder eine Zersplitterung in eine, ich sage jetzt mal, schlechte dezentrale Produktion, dass wir jetzt alles an lokal selber machen, sondern weiterhin eine Tätigkeitsteilung größeren Ausmaßes. Das heißt, das bedeutet, wenn ich jetzt sage, machen wir einen Kindergarten oder ein Krankenhaus, dann ist das nicht nur die Frage Kindergarten oder Krankenhaus, sondern da gehören eben dann irgendwann auch die Schrauben dazu, die wir für beides brauchen. Und in dieser tiefen Staffelung der Produktion müssen alle mitziehen. Das heißt, wir brauchen ein Commitment und eine Organisation des Commitments, wo auch diejenigen, die zuliefern und die zuliefern zu den Zuliefern, die die Pläne liefern und so weiter, also eben das, was Tätigkeitsteilung ja ausmacht, die das alles bestätigen können. Und da, denke ich, spielt das Internet dann schon eine große Rolle. So etwas wie Informationstransparenz, völlige Informationstransparenz ist eine wichtige Grundlage, weil eben auch die, ich sage jetzt mal, tiefer gestaffelten Commons, die Instanzen, die beitragen sollen, damit alles funktioniert, die müssen auf einer bestimmten Grundlage auch mitentscheiden können. Sozusagen am Ende soll ein Krankenhaus oder ein Kindergarten rauskommen und wir liefern die Schrauben dafür, finden wir das auch sinnvoll. Und wenn das notwendig ist und es keine Einigung sozusagen über Abstimmung zum Beispiel geben kann, dann ist es nötig, sich zusammenzusetzen und die Konflikte dann auszutragen, notfalls in der Größenordnung, in der sie nötig sind. Also alle Beteiligten, die nicht zustimmen können, müssen dann zusammenkommen und sich darüber verständigen. Eine Rückfrage, also weil mich überzeugt das sehr und ich finde aber immer das größte Problem, sowohl wenn ich das so sozusagen diese Staffelung der Commons mir anhöre, als auch wenn ich selber über Rätestrukturen nachdenke, wie man sozusagen die Elementarebene zuordnet. Also das klingt immer so, als seien die schon da, die Schrauben-Commons und die Krankenhaus-Commons und also die größte Koordinationsleistung der Gesellschaft wird ja sein, dafür zu werben, dass genug Leute in die Bereiche auch gehen, die notwendig gebraucht werden. Oder ich meine, das Rätesystem, so wie es in der Novemberrevolution auch gedacht war, hatte ja noch die Hoffnung, dass es man ziemlich gut so die Sparten der Produktion übernehmen kann und in jeder Sparte gibt es dann eine da drauf gesetzte Rätestruktur. Die Leute kommen sowieso zusammen in der Fabrikhalle und man hat sozusagen eine vorgängige Gliederung der Produktion, die man dann demokratisieren kann. Und also genau, das würde ich einfach interessieren, ob ihr denkt, das gibt unsere derzeitige Arbeitsteilung auch her oder wie man das einrichtet. Das ist die Frage, also das kann man zweierlei beantworten, weil du gefragt hast, es gibt unsere jetzige Arbeitsteilung auch her, wäre die Frage des Übergangs, wie kann man das dann transformieren in eine Tätigkeitsteilung, die dann eben nicht mehr durch die Warenform und durch Geld bestimmt ist. Ich glaube, auch innerhalb der profitdominierten und verwertungsorientierten Koordination liegt natürlich gleichzeitig eine sachliche Koordination. Die bestimmt nur nicht die Entscheidungen, sondern entscheidet ist es billiger als und dann wird entschieden. Also die billigeren Schrauben werden genommen und nicht die besseren, richtigen oder weil das Bedürfnis am Ende das Sinnvolle ist und von allen gewollte. Das ist, glaube ich, klar, da sind wir uns schnell einig. Ich kann mir aber ganz gut so eben genau so einen Übergang auch vorstellen, dass dann die SchraubenproduzentInnen dann sagen, wir liefern die Schrauben in diese Region oder für diesen Distributor, es kann ja alles noch sehr viel tiefer gestaffelt sein, die dann eben jene Linie verfolgen, die zum Beispiel auf Krankheitsversorgung erstmal setzt und dann Priorität drauf hat und die halten wir auch für wichtig. Das ist also nicht mehr eine Trennung auch der ProduzentInnen voneinander, so wie wir es jetzt haben, wo sie dann nur auf dem Markt zusammenkommen und den SchraubenproduzentInnen ist jetzt total egal, ob damit ein Atom-U-Boot oder ein Kindergarten zusammengeschraubt wird,
sondern die wissen eben auch, was mit ihren Schrauben passiert am Ende und entscheiden auch auf dieser Grundlage, wem wollen wir das liefern. Und die Grundlage dieser Entscheidung ist wieder diese kollektive Verfügung, weil das bedeutet ja implizit, das war jetzt so mitgedacht, wenn etwas produziert wird, dann entscheiden diejenigen, die es produziert haben, darüber, wer es bekommt. Mit wem sie also Vereinbarungen eingehen. Und Vereinbarungen gibt es aus meiner Sicht, die werden eine sehr tragende Rolle spielen. Also das, was jetzt Verträge sind, braucht ja auch wieder eine Form des Commitments. Also du sagst mir zu, die Schrauben werden geliefert. Das ist wichtig, damit wir die Produktion dann starten können, wo wir die brauchen. So, und so brauchen wir auch ein gestaffeltes Commitment von Vereinbarungen, die, und ich glaube, das ist dann die größte, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Sanktionsform, die offen liegen und von jede und jedem eingesehen werden können, sodass es auch einen, ich sage jetzt mal, eine soziale Beobachtung über die Produktion gibt und eine Transparenz darüber, was geschieht. Und das wiederum macht die Attraktivität der Tätigkeiten aus. Denn da die Betriebe jetzt nicht einfach sagen können, ich regel das über die Höhe der Bezahlung, ob ich Leute kriege oder nicht, die Möglichkeit gibt es ja nicht, sondern das Einzige, was ich tun kann, um Leute für meine Produktion zu gewinnen, ist die Produktion selber so interessant, attraktiv, schön, spannend zu machen, dass Leute sagen, da will ich hin, und weil das ist Teil meiner Bedürfnisbefriedigung. Dort finde ich den Ort der Befriedigung meiner produktiven Bedürfnisse, so nennen wir das. Wir haben also ja auch, das müssen wir auch sehen, das kommt, fällt immer so unter den Tisch, wir haben ja nicht nur die sinnlich vitalen Bedürfnisse, also Konsumbedürfnisse, sondern wir haben ja auch die Entfaltungsbedürfnisse, tätig sein zu wollen und einen Beitrag zur gesellschaftlichen Reproduktion leisten zu wollen. Und diese Bedürfnisgrundlage ist dann auch die Grundlage für die Freiwilligkeit. Ich entscheide dann selber, wo zieht es mich hin. Das heißt, die anderen, die mich haben wollen, die sind sozusagen aufgefordert, einladend zu sein. Und das macht den inkludierenden Charakter aus. Wir laden uns gegenseitig ein, das zu tun, was für uns alle am Ende unsere Bedürfnisbefriedigung gut ist. Und es kann durchaus auch ein gutes Ringen darum stattfinden, was denn einladender sein kann. Ja, das klingt ja sehr nett und so, aber ich finde es so schön, diese Frage mal anderen Leuten stellen zu können, als sie immer selber abzukriegen. aber also was da so anklingt, und Eva, ich habe es bei dir auch so rausgelesen aus dem Buch, so, dass du auch etwas willst, jenseits der Lohnarbeit, wo es darum geht, dass Leute sich auch freiwillig für Sachen entscheiden, weil ihnen das wichtig ist, weil es sowas wie Care darin gibt, Sorge, dass ihnen wichtig ist. Aber es setzt das nicht ein sehr gutes Menschenbild voran. Also Leute, die gerne für andere Leute tätig sind, die sie zum Teil überhaupt nicht kennen, nicht nur für den Nebenmann und nicht nur für sich das Haus bauen, sondern für irgendwelche anderen Menschen. Und was machen wir damit so Tätigkeiten, die wirklich niemand machen will? So etwas wie eine Müllabfuhr oder sagen wir, wir finden zu wenig Leute, um Alte zu pflegen. Also ich melde mich jetzt schon freiwillig für die postrevolutionäre Müllabfuhr. Aber ich glaube, das hat nichts mit guter Menschsein zu tun, sondern ich glaube, der Witz ist ja, dass man die Gesamtumgebung so ändert, dass man nicht mehr ständig dafür bestraft wird, wenn man bedürfnisorientiert agiert. Also ich glaube, das ist gar kein Problem. Natürlich werden viele Leute auch keinen Bock haben, irgendwas zu machen. Es gibt destruktive Energien, es gibt auch Konflikte, die nicht lösungsorientiert sind. Aber wir leben ja im Moment in einem System, was kontinuierlich Vorteilsnahme und ihr nennt es Exklusion oder also ich sage Abspaltung und Unterwerfung, prämiert. Und es wäre schon viel gewonnen, wenn man aufhört, das zu prämieren. Ich habe eher das Gefühl, dass viele Leute ja scheitern, auch im Wettbewerb, weil sie letztendlich einfach nicht schaffen, dieses Maß an so Besitzindividuum sein und auch egozentrist, also stark ausgebildetem Eigeninteresse überhaupt aufzubringen, weil man sich ständig ablenken lässt von irgendwem neben einem, der Liebeskummer hat und dann irgendwie doch nochmal unbedingt einen Hund haben wollte und dann muss man ständig mit dem laufen gehen. Und also laut, ich glaube, dass dieses Phantasma, dass man ein guter Mensch sein muss, eigentlich eine Projektion aus dem ist, was jetzt uns ständig verunmöglicht wird. Und ich glaube, was man sein muss, man muss insofern ein Mensch sein, als dass man diese besondere kognitive Fähigkeit haben muss,
um die Bedürfnisse der anderen wissen zu können. Also sozusagen gegenseitig voneinander diese Art von kognitiver Leistung zu bringen. Weil, also dass wir das können, macht eben unsere Gesellschaften und unsere Kooperation so viel komplexer als und vielseitiger als jetzt das gemeinsame Jagen im Wolfsrudel, was zwar auch kooperativ auf einer bestimmten Ebene ist, aber nicht auf der Ebene, dass man wirklich weiß, was jetzt der andere Wolf wollen könnte. Und das können wir. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Also ob wir damit so umgehen, dass wir immer gucken, kann man den jetzt irgendwie austricksen, weil man schon raten kann, was gut für ihn wäre, oder kann man es wagen, in dem Vertrauen zu leben, dass wir also sozusagen positiv oder affirmativ auf die Bedürfnisse antworten und dann auch hoffen können, dass auf unsere so geantwortet wird. Also das ist ja erstmal eine große Entlastung und auch da gibt es ja sozusagen auch einen egoistischen Anreiz, in solche Verhältnisse einzutreten. Dürfte ich noch mal kurz rückfragen, weil Walter fragt gerade, wie soll denn der Schraubenzulieferer oder die Schraubenzulieferin im Krankenhaus motiviert werden? Geht es da um Belohnungen durch Normen des Plans oder durch moralisches Schulterklopfen? Also was motiviert denn diese Person, dann tätig zu sein? Da habe ich gerade bei Eva was Schönes gelesen, wo du, Eva, nochmal dich auf Marx beziehst und die ich muss noch mal kurz gucken, die doppelte Bejahung herausarbeitest, sozusagen ja auch darin besteht, dass ich nicht nur einfach was bekomme, das ist das, was wir als Belohnung kennen, man könnte es auch Bestechung nennen, sondern dass genau in dem Geben, in dem ich tue etwas für andere und das wird auch genutzt. Das ist die sozusagen, das ist eigentlich die tollste Anerkennung, die ich bekommen kann, dass das, was meine Lebensäußerung ist als Tätigkeit, von anderen gebraucht und genutzt und zur Bedürfnisbefriedigung dient. Das wiederum befriedigt mein Bedürfnis. Und dieses wechselseitige Befriedigen von den sinnlich vitalen, also konsumtiven Bedürfnissen, aber auch den Schaffen der Voraussetzungen zur Befriedigung für diese konsumtiven Bedürfnisse, dass das ineinander gehen kann und sozusagen die Befriedigungen sich ergänzen, das ist heutzutage total unvorstellbar, sondern muss dann über Bestechung oder Belohnung oder Zwang organisiert werden. Und die Drohung jetzt ist halt, wenn du es nicht mitspielst, dann ist deine Existenz gefährdet oder eingeschränkt. Und das, glaube ich, können wir komplett umkehren in einen, ja, ich stelle mir das auch als eine sehr freudige Angelegenheit vor, wenn also ich kann das auch jetzt schon empfinden, wenn Sachen, die ich produziert habe, von anderen benutzt und gut gefunden werden, dann freue ich mich, dann ist das geil. Eva, willst du noch dazu? Sonst hätte ich noch eine weitere Frage. Okay, dann, ich habe nämlich von Gerti eine Frage an euch beide, aber ich würde sie jetzt einfach direkt an dich, Eva, stellen. Wenn es keine demokratisch gewählten Strukturen gibt, wie wird dann sichergestellt, dass sich nicht informelle, faktisch informelle Machtstrukturen herstellen und breit machen? Also, ja. Ja, super Frage. Also ich glaube, das ist eine total entscheidende Frage. Ich verstehe auch ein Rätesystem nicht so, dass gar nicht mehr gewählt wird, weil ich glaube, es wird zum Beispiel Wahl von Delegierten jeweils geben, die aber rückgebunden sind an die sie Wählenden. Also es gibt sozusagen eigentlich eine stärkere Kontrolle der mit Macht Versehenen. Die andere Sache ist, dass ich glaube, man soll sich nichts vormachen. Natürlich wird es immer wieder die Tendenz zur informellen Machtstrukturausbildung geben. Aber auch da ist es dann so, dass die Mobilisierungsfähigkeit für Widerstand viel weniger blockiert ist, als sie es im Moment ist. Also eine informelle Machtstruktur kann natürlich herausgefordert werden. Das heißt genau, dass dann ein Problem oder ein Konflikt lokalisiert wird. Und dann muss man ein Forum schaffen, in dem das ausgehandelt wird. Und natürlich ist es eine große, also das setzt voraus, dass man sich überhaupt darauf einigt, dass dieses Forum die Form ist. Wenn man das nicht kann, dann wird es auch soziale Kämpfe geben in dem Sinne, wie wir sie jetzt sehen. Ja? Also ich glaube nicht, dass zivile Ungehorsam oder Blockaden oder sowas aufhören werden, Denunziationen, whatever. Aber es ist nicht mehr auf einem vollkommen ungleich hierarchischen Schlachtfeld sozusagen.
Ja, das würde ich auch so sehen und würde ergänzen, dass da ist ja, also klar, es kann informelle Machtstrukturen geben, aber wir haben keinen Zugriff mehr auf, sage ich mal, unbezwingbare Gewaltmittel oder so etwas, weil ich davon ausgehe, dass diese Gewaltmittel einfach nicht mehr da sind. Das heißt, ich muss schon einen großen Aufwand treiben, um diese Macht dann durchzusetzen. Und jetzt ist die Frage: Möchte ich eine externe Instanz anrufen können, die mir dann sozusagen die Garantie gibt, ich sorge schon dafür, dass die Macht nicht missbraucht wird? Oder haben wir einen quasi gesellschaftlich eingebetteten Mechanismus, in dem wir gemeinsam dafür sorgen, dass eben solche Machtkonzentrationen, die entstehen können, wieder ausgeglichen werden oder denen etwas entgegengesetzt wird? Und ja, notfalls natürlich auch mit sozialer Konfrontation. Weil Konflikte werden dann ausgetragen. Sie werden dann nur nicht militärisch ausgetragen oder mit Gewaltmitteln oder zumindest nicht mit solchen überbordenden Gewaltmitteln, wo wir dann auch nichts mehr gegen machen können, wie jetzt mit Gewehren oder so etwas. Sondern letztlich geht es darum, dort die Form zu finden, wo ja die sich darin in diesen Konflikten ausdrückenden Bedürfnisunterschiede vermittelt werden. Weil das ist ja eigentlich das Ziel, herauszubekommen, wo kommt denn das her? Warum versuchen Menschen über Machtkonzentration ihre Bedürfnisse durchzusetzen, anstatt den Weg zu gehen, der sozusagen der naheliegende ist, nämlich zu gucken, jo, wie kann ich in die Kooperation mit einsteigen und die Bedürfnisse der anderen sehen und darin dann meine Bedürfnisse auch aufgehoben finden. So, also der Ruf nach Garantien steht für mich so ein bisschen dahinter und davon loszulassen, dass wir keine Instanz haben, die uns etwas garantiert, sondern wir selber für die Garantie durch soziale Organisationen sorgen müssen. Das ist eine sehr harte Anforderung, aber die würde ich uns sozusagen aufgeben, uns damit auseinanderzusetzen, von der Garantieforderung loszulassen. Könnte man natürlich einwenden, dass das mit einer bestimmten Situiertheit in dieser Gesellschaft einfacher ist, sowas einzufordern als nicht. Und wir haben ja als Kritik auf unser Buch gehört, dass sowas wie, und das würde ich jetzt gerne euch mal fragen, wenn wir sowas haben, ihr geht ja sehr weit, so ihr wollt Lohnarbeit abschaffen, ihr wollt den Markt abschaffen, ihr wollt auch noch sowas wie eine sehr souveräne Staat abschaffen, der seine Entscheidungen quasi, also das ist noch immer nicht so ganz klar, ob es solche Sachen also ein bisschen geben kann, aber der auf jeden Fall sehr souverän stark durchgreifen kann, das wollt ihr auch noch abschaffen. Wie kann ich denn sicher sein, dass ich hier versorgt werde? Also so eine Daseinsvorsorge. Also in der Kritik eben wurde dann sowas wie gesagt, so, ihr redet viel von Freiheit, aber wo ist meine Sicherheit? Also erstens würde ich sagen, dass in der jetzigen Weltordnung ganz wenige Menschen sicher sind. Und dass jetzt wir, die wir hier sprechen, Sicherheiten einbüßen, wird wahrscheinlich in jeder gerechteren Weltverbesserung der Fall sein. Andererseits glaube ich, dass es kein größeres Gefühl von Sicherheit gibt, als das in einer solidarischen, sozusagen bedürfnisanerkennenden Umgebung aufgehoben zu sein. Weil du eben so schön sagtest, so, also musst du ja auch für die polemische Zuspitzung, wir wollen den Staat und den Markt abschaffen und so weiter. Ich meine, wish that it were, ja. Also ich kann hier sitzen und sagen, ich will das abschaffen, davon geht es nicht weg. Was ich sozusagen will oder was ich denke, was eine sinnvolle Äußerung ist, wo mein Wille irgendwie hinreicht, ist sowas zu sagen wie, wir müssen da, wo es dafür Platz gibt, zum Beispiel eine Selbstorganisation von Bewegung, Modelle einüben und Koordinationsinstrumente ausbilden, die diese Funktionen im Zweifelsfall übernehmen könnten. Unter anderem, weil der Markt sie eben so unglaublich schlecht erfüllt. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass ich glaube, dass auch dieses Sicherheitsgefühl ernst genommen werden muss in der Struktur, wie man politisiert. Und ich finde, dass wir im Moment als so Linke auch teilweise, also darin sozusagen besser werden, aber auch noch nicht so gut sind, unsere eigenen Strukturen und unseren Aktivismus, unseren Kampf als regenerierend und reproduktiv zu füllen und zu führen. Und dass man gerade in den Anfängen, wenn man nicht eine Gesellschaft hat, die sowieso schon gerecht umverteilt, dann würde ich sowas wie spontane Rätebildung immer als Reproduktionsräte verstehen, in denen erstmal geklärt wird, was
die Bedürfnisse aller Leute dafür sind, dass sie überhaupt arbeiten können. Ja? Und manche dieser Sachen kann man sofort erfüllen. Ja? Manche Leute brauchen eine Kopfschmerztablette oder und die jemand anders hat die. Und andere Sachen kann man nicht erfüllen. Und da, aber das gibt einem so eine Art, es gibt einem auch eine Richtung, um zu sehen, was muss ich jetzt hier, was können wir als direkte Forderung dann auch ans System artikulieren und für was bräuchten wir Verfügung über ganz andere Ressourcen und Produktionsmittel, die es dann zu erkämpfen gelte. Aber diese Art der untergründigen reproduktiven Organisation, ich habe gerade ziemlich viel gelesen zu Black Lives Matter und zum Beispiel das Buch von Emergent Strategy von Adrienne Marie Brown, die eine der also sozusagen Bewegungstrainerinnen ist, die sie machen so ganz viel so Anti-Burnout-Programme für die ganz vielen, für die führenden Aktivistinnen, was es da für eine Klugheit gibt in sozusagen der Versorgung der Bedürfnisse der Kämpfenden selber, finde ich wirklich umwerfend und beispielgebend und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass das hier mitrezipiert wird. Also so nicht, also ich meine, ich finde auch diese Straßenszenen und dieses also brennende Polizeigebäude eindrücklich und revolutionär. Aber das ist nicht, das, man sieht sozusagen, das ist die Spitze eines Eisbergs, der nötig ist, um das überhaupt hervorzubringen. Aber das ist vielleicht auch nicht das Revolutionärste, sondern das Revolutionärste ist diese andere Form des Einanderstützens auszubilden. Und die und ich glaube, das ist auch nötig, damit man dann die richtige Portion an Wut und auch Verlangen an die bestehenden Institutionen ausbilden kann, zu sagen, warum könnt ihr das nicht? Ja, mit allen Machtmitteln, mit allem, was euch gehört, trotzdem werden die Leute gut versorgt. Genau, soweit. Und dann wiederum ist aber, glaube ich, weil das jetzt eben schon so schön da meine Marx-Exegese irgendwie du reproduziert hast. Ich glaube aber, also ein paar Sätze weiter schreibe ich dann ja auch so, Marx, alles nice, aber jetzt mach du mal den Abwasch und ich rede weiter. Also dass man die Geschichte unserer Vermögen und unserer differenziellen Befähigung zur Bedürfnisexegese vor Augen hat, auch dafür sorgen ja Bewegungen. Ja, Bewegungen sind irgendwie große Bildungsfaktoren und wir kommen sowieso nicht dazu, also ich meine, wir sind so weit davon entfernt, dass wir die Gesamtgesellschaft reproduktiv organisieren. Wir kommen da nur hin über Kämpfe, in denen auch ein Bewegungsgedächtnis, in denen eine Herrschaftsanalyse, in denen eine Sensibilität für solche Verhältnisse ausgebildet wird, die dann auch mitändert, wer wofür zuständig ist und wer welche Vermögen vielleicht im Übermaß hat und dadurch dann immer abgelenkt ist von bestimmten Arbeitsformen und wer sozusagen männlich sozialisiert da bestimmten Sachen quasi enteignet ist an Reproduktionsfähigkeit und das dann wieder erstmal einübt und vielleicht auch also umso mehr tun sollte. Genau, diese Sachen sind, muss man, glaube ich, mitdenken, aber da sind ja die Bewegungen auch zum Teil sehr weit. Also ich meine, wenn ich so denke an Ende Gelände, wie deren PressesprecherInnen jetzt, dass die das alles weiblich besetzen, das sind ja gute Beispiele dafür, dass sowas auch schon gelingt. Das bringt mich zu der Frage, warum wir das jetzt diskutieren, was wir hier diskutieren, diese utopischen weiten Entwürfe. Und ich finde das total wichtig, dass du das Wort Richtung genannt hast. Also ich glaube, wir brauchen solche Richtungsbestimmungen, weil in dem Maße, wie wir auch jetzt in diese utopische Diskussion einsteigen und uns genau die Frage stellen, na, wie organisieren wir das dann? Ich glaube, dass wir dadurch auch Kriterien gewinnen, wie wir uns in Bewegungen organisieren können. Die nämlich genau dann darauf zeigen, auf eine hypothetische Zukunft, in der wir uns dann anders koordinieren. Und das findet ja auch schon statt. Und ich finde das total wichtig, was du gesagt hast. Ich würde das für mich so zusammenfassen, es kommt darauf an, sozusagen den konstitutiven Teil von Bewegungen weiter zu stärken und aufzubauen. Also nicht nur so die Kämpfe gegen die Abholzung des Waldes, whatever, zu führen, das ist sinnvoll und notwendig, sondern auch für den Aufbau von solidarischen Strukturen, in denen Reproarbeit verteilt ist, etc. Oder auch in denen zum Beispiel die psychische Versorgung von Menschen, die genau unter diesen Kämpfen leiden, mitorganisiert wird. Also ich bin selber auch in solchen Auffangstrukturen sozusagen tätig, wo es um die psychische Nachversorgung von Menschen geht, die zum Beispiel im Hambi unterwegs sind. Und das halte ich für total wichtig, dass wir solche Infrastrukturen
jetzt konstituieren, weil die können wir weitertragen. Es kann ja sein, dass wir Kämpfe verlieren, aber das, was wir behalten, sind diese Infrastrukturen und das Neugelernte und das vom Kapitalismus Entlernte sozusagen. Ja, das ist schön. Ich wollte euch nämlich sogar noch fragen zu dieser Bedeutung dieser Utopiediskussion. Die kam immer wieder auf diesem Kongress notfalls auf, weil eure Utopie ist das nicht eine sehr fern Utopie, die wir irgendwie in 150 oder 200 Jahren ansetzen können und dann irgendwie als richtungsweisend und die können wir auch noch immer auf dem Weg. Warum sollten wir heute schon solche Diskussionen führen? Oder warum findet ihr die heute schon wichtig? Oder wann seht ihr auch, dass es, also schön findet ihr es wahrscheinlich schnell, aber wann findet ihr es notwendig? Oder warum findet ihr es vielleicht auch wichtig, jetzt darüber zu reden oder sogar notwendig, jetzt schon über solche Dinge zu reden? Ich will ja nicht nur, weil ich jetzt mich schneller melde. Eva, möchtest du? Ich glaube, dass es notwendig ist, weil wir sonst in so Extrempositionen fallen. Entweder wir sagen, nee, über Utopie reden wir nicht, weil da kommt nur Unsinn raus. Oder wir greifen halt das, was wir als angebliche Utopien kennen, auf und sagen, wir nehmen die wieder, zum Beispiel alte zentralsozialistische Überlegungen, und die machen wir nur einfach besser, also zum Beispiel demokratischer. Bleiben damit aber in dem ganzen Gerüst, dem ganzen Ballast, der da mit drinsteckt, zum Beispiel, dass Sozialismus der Realsozialismus bedeutete, weiter Warenproduktion zu machen. Das heißt, eine Form von entfremdeter Arbeit und so weiter, alles, was da dran hängt, mal abgesehen von den Problemen der Zentralplanung. Und das sozusagen gründlich, radikal zu kritisieren, braucht dann aber auch die Beantwortung der naheliegenden Frage, ja, wie wollt ihr es denn dann machen? Und ich glaube, dass wir das können, weil wir aus dem menschlichen Vermögen und unseren Erfahrungen schöpfen können, die verallgemeinern können und dann natürlich hypothetisch Schlüsse ziehen können, die können falsch sein. Aber genau das Ringen darum, ob sie falsch sind, ob wir sie in der Praxis ausprobieren und wir scheitern oder nicht, das glaube ich, bringt uns voran. Und deswegen halte ich das für sehr dringlich, das zu tun. Vielleicht, ich hatte spontan nämlich die andere Reaktion zu sagen, ich weiß eigentlich nicht, ob das, was wir hier machen, notwendig ist. Aber es ist mir auf jeden Fall ein Bedürfnis und ich finde, ich sehe auch, dass es oft einen Widerhall hat. Also es gibt diese Neugier und dieses Interesse und ich erfahre immer wieder in meinem eigenen, also sagen Alltag oder Organisationsarbeit, dass dass sozusagen bestimmte Spannungen oder Reibungen sich leichter lösen lassen, wenn man einen sehr weiten Horizont aufmacht, dessen, was man denkbar oder möglich hält. Und ein Stück weit habe ich auch das ganz egoistische Bedürfnis, also zufällig, so wie ich groß geworden bin, kann ich das mit dem Planen von oben ganz gut. Also wenn wir sozusagen wenn irgendwas so zusammenbricht, dass wir da ein Zentralkomitee brauchen. So, ich habe das Gefühl, die Fähigkeiten, so, das habe ich mir schon angeeignet. Aber das Glückspotenzial, was jeweils frei wird, wenn man sieht, dass auf andere als autoritäre Art etwas gelingt. Und die völlig unvergleichliche Stabilität und auch so, also so vibrant, ja, vibrant, die sozusagen Lebendigkeit von also Gemeinschaft oder Organisation, die eben nicht mit Peitsche, sondern mit bedürfnisorientierter Kommunikation entstanden sind, die beeindruckt mich jedes Mal wieder. Also und sozusagen, ich kann selber sehen, wie ich da stückweise was lerne, was ich nicht lernen könnte, ohne so weit ausgreifende Vision. Oder ich meine, ich muss auch sagen, also auch diese Max-Stelle, ja, also diese Mill-Accept, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, ich fand es so genial und mindblowing. Und es ist auch nicht, also nicht nur bei Marx, sondern auch bei manchen sozusagen Feministinnen, diese Idee der Ökonomie, der Fülle, das hat sozusagen, also wir können nun mal denken und planen. Da muss man, also deswegen kann man, deswegen braucht man es ja nicht verkümmern lassen, dieses menschliche Fähigkeit. Ich glaube, die Animosität gegen die Utopien, die ich wirklich von vollem Herzen verstehen kann, richtet sich ja oft gegen den Verdacht,
dass am Ende doch, also während wir hier so sitzen und die ganze Zeit sagen, es soll kein Staat geben, keine Autorität und bla bla bla, sagen wir so und so soll es aussehen. Und das ist halt, und die Anmaßung darin, dagegen gibt es dann also berechtigtes, also sozusagen wieder Abwehr. Und das ist vielleicht okay. Also ich meine, wie gesagt, ich glaube, es ist nicht notwendig, es ist ja auch nicht verpflichtend zuzuhören. Ja, ich hätte noch, genau, du hast nochmal die Frage, die auch von Anfang an uns den Kongress auch begleitet haben, die wir gestern auf dem Podium auch sowas hatten, wie die Frage von Universalismus und Partikularismus oder sowas, die in der Utopie ja nochmal sehr stark wird, so deutlich. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal kurz was sagen. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, also wir kommen langsam zum Ende. Und eine andere Frage, wenn ich... Tolle Doppelstellung. Universalismus und Partikularismus in der Utopie, also die Utopie quasi als eine Utopie für alle oder eine Vielfalt von Utopien. So, reicht eine Vielfalt oder müsste die dann trotzdem irgendwie wieder zusammengeführt werden oder sonst was? Und die andere Frage, die wir gekriegt haben, ist die Frage nach der Transformation. Also so schön das jetzt klingt, was ihr sagt, aber wie kommen wir da eigentlich hin oder was sind eure Gedanken dazu, die wir natürlich jetzt, wir haben ja explizit gesagt, wir machen einen Utopiediskurs hin, wir reden nicht darüber, also wir reden vor allem nicht vor allem darüber, wie wir dorthin kommen, aber vielleicht könnt ihr beide nochmal eure Gedanken dazu äußern, zu diesen zwei Fragestellungen und dann würde ich dann langsam in die Abschlussrunde kommen. Vielleicht fange ich, wenn das okay ist, einmal einfach an, weil mir das mit der Transformation natürlich sehr am Herzen liegt, nachdem ich jetzt ständig Bücher mit dem Titel Revolution schreibe. Ich finde aber andererseits auch nicht, dass bessere Entwürfe die plausible Durchsetzung, das ist sozusagen nicht, es kann sein, dass etwas richtig ist und uns trotzdem nicht gelingt. Das macht es nicht ungültig. Und dann, also geht es natürlich trotzdem darum, sich zu fragen, was sind die vielversprechendsten Strategien? Und ich glaube, das wäre auch nochmal, also da bräuchte man auch eine ganz andere Analyse der Kräfteverhältnisse. Ich würde sagen, für mich ist die Perspektive, die einerseits zu gucken, also oder es gibt keine andere Perspektive, als zu gucken, was schon da ist. Und ich habe mich jetzt selber gerade von einer größeren Hoffnung überzeugt, als ich lange hatte, durch diese Zusammenschau der verschiedenen, wie ich das dann nenne, Bewegungen für das Leben. Aber das ist natürlich eine Deutungsarbeit aus der, also Beobachterperspektive, das muss ich überhaupt nicht so gestalten, das kann auch alles gegeneinander arbeiten, auseinanderfallen, aber ich glaube schon, dass es im Moment Aufbruchsstimmungen gibt und in denen neue Modelle entstehen, die tragfähig sind. Und das ist nämlich bei mir auf eine Art gleichzeitig die Antwort auf den Transformationsmodus und auf den Zusammenhang von Partikularen und Universellen, weil ich denke, Revolutionen sind Übergänge, auch langwierige Prozesse, Übertragungsprozesse, in denen Praktiken, die vorher undenkbar scheinen, nachher selbstverständlich werden. Und es ist sowas wie ein Paradigmenwechsel im Sozialen. Und ich denke, dass nicht als eine neue große Struktur regiert jetzt, sondern eine soziale Revolution heißt, dass neue bestimmte Praktiken plötzlich Modellcharakter gewinnen. Und das ist eine bestimmte wissenschaftstheoretische Deutung von Kuhn, von Margaret Masterman, die sagt, es sind nicht, wenn eine Theorie die andere ablöst, dann kommt nicht sozusagen ein neues, großes Gebäude, sondern was passiert in einem Paradigmenwechsel, ist, dass es ein neues, ganz krudes Modell, irgendeine Analogie, irgendwas, was funktioniert, gibt, was man dann weiter benutzt und guckt, ob man damit aus dem Schlamassel, in dem man ist, aus der Sackgasse rauskommt und dann schaut, wie sich es weiter übertragen lässt. Wie eine Metapher, die irgendwann überstrapaziert ist, zeigt sich dann, dass ein Modell vielleicht doch nicht überall hinreicht oder dass vielleicht Bedürfnisorientierung doch nicht das globale Konzept für die Wirtschaft ist. Stefan sagte eben, es gibt auch Notwendigkeiten, haben wir jetzt gar nicht drüber diskutiert, wie man das differenzieren würde. Aber die Frage, was universal wird, ist eine, die sich in der Praxis und in der Übertragung von modellhaften Praktiken beantwortet. Und das entlastet einen aber nicht davon, einfach so seine Partikularpraxis zu machen, sondern man macht eine Partikularpraxis in der Hoffnung,
dass sie sich ausweiten lässt als neues Modell. Und in der Erfahrung, dass es eben irgendwo abbricht oder nicht hinreicht, ergibt sich dann auch der Bedarf nach weiteren und vielschichtigeren Wandel. Genau, und ich meine, manchmal ist Übertragen ist eben nicht einfach so schön wachsen, sondern das ist Kämpfen, Durchsetzen, aber auch Einschmuggeln, Umfunktionieren, Nähern, Hegen und Pflegen. Also soziale Kämpfe sind meiner Meinung nach viel, viel breiter oder mehr als so die militanten Bürgerkriegsszenarien, die einem immer so leicht voyeuristisch die Aufmerksamkeit fesseln. Und dieses Verständnis von Universalismus ist, glaube ich, eins, was dann nicht dieses Top-Down-Universalismus-Problem hat, dass es alles einen Kamm schert. Sondern es ist eher so, man schnitzt die ganze Zeit am Kamm und guckt, auf welche Haare es passt. Genau, und ich, also, ja, wo wir da stehen oder wie lange das dauert, kann man eben nicht vorhersagen, aber dass sowieso Gesellschaft sich wandelt, führt eben auch dazu, dass manche Machtblöcke schmelzen oder neue Möglichkeitsräume sich öffnen und wie die Kräftewerte sind, wie viel Macht wir dann haben werden, hängt davon ab, ob wir tragfähige Modelle haben, die wir da einführen, fügen oder können. So würde ich das, stellt sich mir das da. Aber ich bin da auch für pessimistischere, melancholischere Sichtweisen sehr aufgeschlossen. Stefan, dann darf ich dich noch kurz bitten, aber bitte fass dich schon kurz. Ja, ich versuche. Du willst dich auch schon mit dem Abschlussstatement verbinden. Okay, viel. Kurz zu dem Gegensatz Partikulares versus Allgemeines oder Universelles. Das taucht ja deswegen als Gegensatz auf, weil wir das real als Gegensatz erleben, dass das Allgemeine sehr oft gegen die Einzelnen steht und über sie hinweggeht. Ziel einer freien Gesellschaft sozusagen kann für mich nur sein, dass das Partikulare Ausdruck des Universellen ist. Dass wir also unser universelles Menschsein, unsere Bedürftigkeit in einer Form ausdrücken können, dass nicht mehr andere unter die Räder kommen, denn im Zweifel bin auch ich immer der andere, der unter die Räder kommt. Dass wir uns also nicht wechselseitig drangsalieren und fertig machen und uns auf Kosten anderer durchsetzen. Und das würde ich dann allerdings als universelle Struktur betrachten und sagen, darin können wir aber unsere Besonderheiten finden. So, das ist also nichts Allgemeines, wo ich irgendwie sein muss, sondern ich bin so, wie ich bin. Aber ich kann das in einer Form sein, die nicht mehr andere fertig macht oder ich fertig gemacht werde. So, und die zur Transformation, ich habe am Samstag einen Workshop dazu, da werde ich vertieft darauf eingehen. Das ist das eigentliche Hardcore-Problem, würde ich sagen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir, meine Idee ist, dass wir eine Verbindung machen von dem, was wir bisher so als soziale Bewegungen kennen, die versucht, bestimmt unter den gegebenen Bedingungen bestimmte Dinge aufzuhalten oder manchmal auch in Reformschritten durchzukämpfen, mit den konstitutiven Praktiken. Ich halte diesen konstituierenden, aufbauenden Anteil für ungeheuer wichtig, weil wo soll das Neue herkommen, wenn nicht aus unseren Praktiken. Und dieses sozusagen die Verbindung von den friedlichen, zu friedlichen Commons manchmal und den eher auch konfrontativeren sozialen Bewegungen, sozusagen eine Verbindung von diesen beiden Momenten, die jeweils ihre Kräfte haben, die würde ich mir wünschen und als Teil einer Transformationsbewegung sehen können. Das war auch mein Schlusswort jetzt. Okay. Vielen Dank. Du könntest sogar noch, aber ich finde es auch sehr schön. Eva, dann dürfte ich dich noch um ein Schlusswort bitten. Vielleicht, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, was wir jetzt alles hinter uns haben. Wir haben irgendwie bei sehr großen Ideen angefangen, eine gemeinsame Ausrichtung auf so etwas wie Netzwerk, dann die Diskussion darum, warum eigentlich jenseits von Staat und warum diese Kritik an so einer sehr souveränitätslastigen Hierarchie. Und dann haben wir versucht, so ein bisschen das zu konkretisieren, was das dann genauer bedeuten könnte und darüber geredet, machen die Leute eigentlich Sachen irgendwie freiwillig dann, um dann nochmal am Schluss darauf zu kommen, wie denn, was Utopie eigentlich sein könnte und was das irgendwie mit Transformation zu tun hat. Und vielleicht darf ich dich jetzt um das Abschlusswort bitten.
Ich hatte eigentlich auch gedacht, der vorige Beitrag war schon ein Abschlusswort. Aber gut, ich würde vielleicht noch mal eine Sache sagen, weil ich, also was für eine Revolutionsperspektive meiner Meinung nach diese konstitutive Arbeit oder das Commons, die Verbindung mit Koordination ist. Und zwar, wenn man sagt, die klassische marxistische Revolution ist die Wiederaneignung dessen, wie es schon ist, und wir uns jetzt so einig sind, dass wie es ist, ist sozusagen so verdorben, man braucht auch was Neues in den Zwischenräumen, in verschiedenen Praktiken, dann glaube ich, muss man schon